Sehr schön. Dann nochmal von meiner Seite ein herzliches Willkommen an euch da draußen, auch die, die das dann später auf YouTube sehen oder die Stream-Aufzeichnungen später. Ich werde das Ganze als Live-Let's Play nochmal geschnitten hochladen auf YouTube. Für die, die es verpassen und oder nochmal sehen wollen und oder nur einen Teil sehen. Wir spielen heute Agatha Knife. Ich habe vorher schon so einen kleinen Inhaltsangabe gesehen, beziehungsweise gelesen. Es klingt abgefuckt. Ich bin sehr gespannt, was uns da erwartet. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mal. That's me, Agatha. I'm 7 years old and I can't sleep. My mom has a butcher's shop. And I really like animals. Also sie mag Tiere sehr und ihre Mutter hat eine Metzgerei. Das passt ja schon mal gut. So at night, I go to the butchers to talk and play with them. Also geht sie ins Schlachthaus, um mit den Tieren zu spielen. Later I kill them and carve them up. Holy fuck, that escalated quickly. Später tötet sie sie und schlitzt sie auf. So my mom can sell their meat the next day. I love being the town butcher. 7 Jahre alter Metzger, alles klar. Der Mond drückt mein Ding ganz gut aus, da rechts oben im Eck. Because I can be close to the animals and their meat. Lamb chops, sirloin steaks, was sirloin ist, weiß ich nicht. Pork loin, chicken thighs. I love eating meat, but I feel bad when I see that my friend, the animals, are scared of me. Nee, scared. Quatsch. Are scared of me when they see my knives. ja, ich weiß nicht, du kannst dich mit dem Marcel ein bisschen unterhalten, der ist Veganer. Aber ich glaube, das Spiel ist nicht vegan. Also sie ist sehr traurig, wenn die Tiere Angst vor ihr haben, wenn sie mit den Messern kommt. It makes me sad. That's not all. I've got another problem. Lately, we haven't had any customers. Also jetzt bleiben auch noch die Kunden aus. Many, nicht any. Aber sind trotzdem wenig. Oh, sieht man eigentlich den Text komplett? Wenn ich da bin ich im Weg? Ich sollte vielleicht. Moment. Es tut mir leid, wenn das alles sehr spontan ist. Wir sind gerade live, deswegen darf ich das besser. And my mom is getting worried. She says that if things don't get better, we'll have to close the shop. I need to think of something. I won't be able to play with the animals anymore. And I'll have to give up eating meat. Ja, so ist gut, wunderbar. Also wenn nicht bald wieder mehr Kunden kommen, dann muss der Laden geschlossen werden und dann kann Agatha nicht mehr mit den Tieren spielen und kann kein Fleisch mehr essen. Today my mom is going to the church to pray. She says it might help things get better. Also die Mutter geht jetzt in die Kirche, um zu beten, dass die Dinge besser werden. I'm going with her to see what it's like. Maybe it will help me think of a solution to my problems. This is rubbish. Also Agatha scheint nicht viel von der Kirche zu halten. Mom, this is so boring. I'm going to take a look around. Okay, but if you leave the church, don't go too far. Let's see what's around here. Okay, und das ist jetzt quasi ein ganz normales Point-and-Click-Adventure, ne? Habe ich das richtig verstanden? Oh, was habe ich? You tapped my head, right? Nein, habe ich nicht. When you touch my head, we can take a look at what it's in my bag. I always carry my keys in my USB memory stick. When you need a rest, just tap on the key and we'll go back to the main menu. Whenever you want to save or progress, tap to the USB memory stick. Although, whenever we enter a new place, our progress will be saved automatically. I'll store in my bag everything we pick up along the way. Also hier können wir speichern und zurück ins Hauptmenü, wenn irgendwas ist. We
we don't have anything yet, but ich bin schon wieder im Weg. Mensch, die Kamera! We don't have anything yet, but when we do, I'll explain how to use it. For the moment, let's keep looking and maybe we'll find something interesting. When you're done looking here... If you want, I can talk to you like this and say, nein, nein, danke. Nein, da kann ich sehr wenig lesen. Ja, das habe ich vorher schon gesehen, dass ich die schreibe. Nein, ich hätte gern die Schreibweise. Ja, komm, red nicht so viel, ich will jetzt mit dem Spiel anfangen. Also hier können wir speichern. Wunderbar. Und auf dem Kopf können wir einfach wieder zurück. Also wenn wir auf den Kopf klicken, Menü. Und wenn wir wieder auf den Kopf klicken, raus aus dem Menü. Wunderbar. Was hast du denn zu sagen? Wir können ihn erstmal angucken. He's shouting that everything is our fault and the Lord is going to punish on, us. I'm not sure what he's talking about. Er sagt, dass alles die Schuld der Menschen ist und Gott uns bestrafen wird. Können wir mit ihm sprechen? Probably rude to interrupt him. Also wir sollen ihn nicht unterbrechen. Ich weiß nicht, wie das ist. Soll ich nochmal zusammenfassen danach, wenn ich mit jemandem gesprochen habe? Oder soll ich einfach auf Englisch vorlesen? Oder soll ich versuchen zu übersetzen? Wie ist es euch am liebsten? Ich würde jetzt einfach mal so weitermachen, so lang. Was ist das? If the shouting wasn't enough on its own, those speakers are making it even louder. A couple of oldies. Looks like the shouting relaxes them. Ja, ja, die Mutter, der haben wir ja schon gesprochen. Was haben wir denn hier? Der heilige Kuchen oder was? Mein Auge gibt in der Regel immer zwei verschiedene Sachen, die gesagt werden. Also sollen wir alle Sachen zweimal angucken? His saying doesn't make much sense. He's talking about a giant cheese and a divine clock. Was? I thought this whole religion thing was going to be easier to understand. Danke für den Tipp. A couple of oldies listening to the sermon. Was ist das? Der Faith ATM, der Glaubensautomat. It's like a cash machine. It's got a slot where you can put banknotes. Da kannst du Geld reinstecken und du kriegst dann Faith oder was? Good. Looks like it only works. Funktioniert nur mit Geld. Wenn du den Content nicht verpassen willst, musst du immer zweimal anklicken. Alles klar. It looks like cheese. Käse. With a sticker that looks like a watch. Ja, tatsächlich, da oben ist irgendwas drauf. Können wir hier rausgehen? Ich kann vielleicht noch die Fenster. A glass window with lots of... Ja, buntes Fenster. It looks like a painting. This one has a lots of colors too. Ja, das stimmt, damit kann ich das Let's Play strecken und mehr YouTube-Money machen. Each of the windows is like a painting from the same collection. As if they if together they tell us some kind of story. Erzählen sie eine Geschichte? Wir haben da Wasser? A glass window with lots of different colors. It looks like a painting. Okay, das ist wohl immer dasselbe. Wir haben Wasser, dann haben wir Land, dann haben wir Wüste, dann haben wir Unterwasser und dann haben wir Feuer. Oder was soll das? Wahrscheinlich. Irgendwie. Keine Ahnung. Gehen wir mal raus. Nee. Ah, guck mal. Jetzt rennt er... Muss ich das für YouTube zensieren? Wenn ich das neu hochlade? Ich meine... Wir gucken denen mal zu, wie Hochzeitsfotos machen. They are posing for photos. It looks like she's having fun. The guy, not so much. A photographer. Photographer. Photographer! He's taking loads of photos. Das irritiert manchmal, dass Agatha so rumrennt. Ich mag den Artstyle irgendwie mega. Ich finde es voll cool. Ah, wenn ich einmal klick, dann läuft sie normal. Und wenn ich doppelklick, dann rennt sie. Ah, I got this. He or she is really dressed up.
Ist that a man or a woman? Ja, ob das ein Mann oder eine Frau ist, bin ich mir auch nicht ganz so sicher. Hello. Hello, beautiful. How are you? I'm not sure if that's a man or a woman. They look bored. I've had enough of talking. I'm not sure if you're a man or a woman. Yeah, you're not the first one to say that. I'm a man, I've always been one. But you're wearing women's clothes. And you've got women's hairstyle and you're wearing makeup. Why? Because I like it, that's why. What? I can wear a skirt because I'm a man? I can wear lipstick because I'm a man? I can sleep with other men because I'm a man? I didn't mean to upset you. It's cool that you do whatever you like. It was just strange seeing a man dressed as a woman. Don't worry, it's not your fault. Most likely it's what they teach you at home and at school. Boys like blue cars and video games, and girls like pink dolls and play kitchens. Well, we don't talk much at home. I haven't seen my dad in ages, and I live in the room at the back of my mom's butcher shop. That's messed up. Ja, das ist es. You've got a room at the butcher's? Yes, the back room at the butcher's is like my bedroom. Although I suffer from insomnia, so I don't need a bed. Also sie leidet an Schlaflosigkeit. I'm always there with my animals. It's where I kill them and cut them into little pieces, so that my mom can sell them the meat in the shop. Seriously? Aren't you too young to have a job killing animals? And you live in the room where you cut them? Yes, but I like it. I love animals, and for doing it my mom gives me pocket money and some meat every day. Are you having me on? No, don't you work? Yes, well, you could say that I sell meat too. Oh, really? Yes, I'm a prostitute. Okay! A prostitute? Sorry, but did you say that you were a prostitute? Yes, my friends and I work in the sex trade. I don't know what that means. Don't worry, you're still a bit young to understand. Just think of it as a business, just like any other. You said before that you work at the butcher's, right? Yes. Okay. People that need meat go to your shop to buy it, right? Well, we sell special affection to people that need it. Special affection? Yeah, well, caresses, grown-up kisses, sex. You know what, let's change the subject. Weird job. Do you like it? Might seem a bit out, but yeah, I do. Ich brauch was für meinen Hals. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so viel Sprechrolle kriegt. Sonst hätte ich ihr eine andere Stimme gegeben oder ihm oder es. Lots of people work in this business because they are forced to, or because they don't have another way to earn money. But I guess I'm lucky. I like what I do, I'm good at it, and I've got to meet lots of nice and interesting people, although that definitely isn't the norm in this line of work. They look bored. Sie sehen gelangweilt aus. Das Spiel, ich muss sagen, ich mag's. You look bored. We are waiting for a friend to finish a photo shoot. Hopefully she'll be quick. I'm starving. Is this a wedding? Yes. Our friend has been waiting her whole life for this moment. She wanted to wear the white dress and get married in a church, have a crazy party, and then go as far away as possible from the honeymoon. A while back, she met a client that was happy to give her all of that, and now, here they are. Newlyweds. Newlyweds. Also, frisch verheiratet. Ich weiß nicht, wie das Wort ausgesprochen wird. Aber ich weiß, was es bedeutet. Did you say that she married a client? She found a boyfriend at work? Yes, they met recently and fell in love. Well, he fell in love with her, and she fell in love with his wallet. So she isn't in love with him? Well,
When you grow up, you'll realize that getting married can mean many things. Some do it for love and others for money. Some for a piece of paper, others for religious reasons. Don't you want to get married? Not right now, I can't be bothered. Anyway, the only part I like is the spread after the ceremony. Hopefully they'll finish the photo soon and we can go and eat. I've had enough of... Was hab ich? They are waiting... They are waiting for their newly friend. He said the sex is his job. A man who likes women things. So viele interessante Themen in den ersten 25 Minuten. Wow. Ich glaube, ich hatte erstmal genug. I'm off. Okay, sweetie. Vor allem hatte meine Stimme erstmal genug. Ich spreche aber noch mit ihr. They are waiting for their friend who's having her photos taken. Aber mit der kann ich nicht reden. Wie der uns zuzwinkert. Was ist das denn? Looks like an advert. It says, would you like to give the gift of happiness to someone you love? Do you find it hard seeing your friend suffer? Do you need an excuse to start a war? Start your own religion by taking one of our courses. Come in and talk to us. No obligation. Wenn wir eine Religion gründen wollen, dann sollen wir da reingehen. Alles klar. Let's see what the advert says. Would you like to give the... Ja, do you... Ja, das hatten wir ja gerade schon. Genau. Also da drin. Das ist ein Mädchen mit Augenklappe. Spielen die Piraten, weil der jetzt ein Matrosending. They are wearing very strange clothes. I recognize those two from somewhere. Also sie kennt die zwei von irgendwoher. I don't know anything about dancing, but she seems to be good at it. I wouldn't be able to do that stuff. So, dann sprechen wir doch mal mit dem. Hello. What's up, buddy? Ich, weiß nicht, wie ich ihn sprechen soll. Ich werde ihn einfach ganz normal sprechen. What's up, buddy? I think we've met before. Yep, you're Agatha, right? We go to the same school. Yeah, you're the one that always dance at break time, right? You've got it always going with the flow. Die gehen mit ihr in die Schule, das weiß man aus dem Vorgänger. Ah ja, das haben sie ja gerade eben auch erklärt. Es gibt einen Vorgänger, klär mich mal ein bisschen auf. Ja, sagen sie auch. That doesn't look like comfortable clothing to dance in. I know, right? We're wearing this because we have the first communion today. Also sie haben Kommunion. Das heißt, sie müssen 13 sein, glaube ich. Ich glaube, ich bin evangelisch, ich weiß es nicht, ich bin konfirmiert. Aber ich glaube, Kommunion hat man mit 13, oder? Da könnt ihr mich auch aufklären, wenn ich falsch bin. And our moms made us wear this. First Communion? Mechanica ist der Vorgänger. Okay. What's the first communion? Kommunion! It's pretty freaky stuff, buddy. They are going to give us a piece of some guy's blood and some of his... Sorry. They are going to give us a piece of some guy's body and some of his blood, and we have to eat it. Pretty disgusting. And why do you have to do that? It's a religious festival. It's a way of getting closer to God or something like that. Moment, der Vorgänger spielt nach Agatha Knife. Kommunion ist meistens in der zweiten oder dritten Klasse. Also mit 7, 8 so in dem Dreh rum. Ja. Und der Hauptcharakter ist Nika, aber den lernst du später auch noch kennen. Nur Spoilerino, please. It's supposed to make you happier, I think. I'm not sure I really understand what's all about anyway. Weird. Yeah, it's not like we really want to do it, but they told us if we take the first communion, we get a lot of presents, and that sounds pretty cool. I want to explain what this first... they're wearing strange clothes, genau wegen der Kommunion. Ja, ich weiß, dass es null Spoiler waren, aber du hast schon so ausgeholt, als ob du jetzt anfängst, hier die Spoiler rauszukloppen. Presents for taking the first communion? Why do they give you presents for taking the first communion?
I think it's part of the celebration. It's a way of celebrating that we've eaten a piece of a person. But! Apparently, after the celebration, we'll be forever accompanied on the inside by some guy. And he'll guide us through life and help us be happy. But if you go to the toilet, is that guy going to leave? Good point, I hadn't thought about that. Anyway, it doesn't really matter. I want the presents. Ich glaube, ich muss wohin. See ya! Wir haben den Friedhof.